Obwohl wir ein sprachliches Gymnasium sind, legen wir hier viel Wert auf die naturwissenschaftliche Ausbildung. Wir sind hier im Physiksaal. Hier werden uns spannende Versuche präsentiert und manchmal dürfen wir auch selber experimentieren. Wir wissen, dass das hier ein Elektromagnet ist. Der ist angeschlossen an eine Stromquelle und der hält auch zum Beispiel Nägel hoch. Aber heute wollen wir jetzt einen richtig großen Stein dahin hängen, sozusagen einen Felsbrocken mit über 15 Kilogramm. Natürlich das mal einschalten. Wie wir sehen, er hängt wunderbar. So, und jetzt unterbrechen wir den Stromkreis. Und klar denken wir, das muss eine ganz, ganz große, kräftige Stromquelle gewesen sein. Deswegen schauen wir uns jetzt diese Spannungsquelle an. Und wie man sehen kann, handelt es sich um zwei Batterien à 1,5 Volt. Das heißt, in der Summe waren das Ganze 3 Volt. Ich möchte hier was ganz Besonderes zeigen. Ein Gerät, das eigentlich nicht zur Standarddemonstrationsgeräte in der Schule gehört, sondern es hat uns ein Schüler gebaut in seiner Facharbeit. Und es handelt sich um einen Tesla-Transformator. Dieser erzeugt Hochspannung. Und weil der nachher auch ein bisschen laut wird, wenn ich den gestartet habe, gezündet habe, deswegen möchte ich erst noch ein bisschen was erklären. Ich habe hier eine Leuchtstoffröhre. Die wird dann nur in die Nähe gehalten, aber nicht angeschlossen an Strom. Dann habe ich hier einen Fingerhut und am Schluss noch eine Glühlampe, die auch nicht angeschlossen wird. Ich nehme die nur in die Hand. Jetzt starte ich das Teil.